Herzlich willkommen zurück zu Stoneblock Folge Nummer 6 und der Morph hat Google Eyes. Hintergrund seht ihr, was der Morph zwischen der jetzigen und der letzten Folge dann gemacht hat. Habe ich ja gesagt, dass ich dann hinten das ein bisschen anpassen tue mit Steine und so. Schauen wir uns das Teil an und nicht wundern, wenn ihr bei mir unten ins Inventar reinschaut, da hat sich einiges verändert. Der Morph hat vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, ist ihm jetzt nach 15 Minuten aufgefallen. Deswegen zeige ich gleich, was ich alles gemacht habe. Nicht viel, nichts Außergewöhnliches. Habt also nicht viel verpasst. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der Morph da gemacht hat. Oder was ich da gemacht habe. Morph, dritte Person, ich, du, er, sie, es. Ich habe hier ein bisschen angepasst. Stonebrick, ich habe ein paar Brecherblades reingetan. Leaves haben wir ja aus dem Bonsai-Hopper. Haben wir ja Leaves. Glowstone bekommen wir ja durch Sand, durch die Sandgeschichte, wo wir dann hier durchsieben. Und habe dann ein paar Slabs noch reingemacht. Die Vines, die haben wir ja bekommen aus dem, entweder war es aus dem Loot Chest oder aus dem Common Loot Bag. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die vorletzte Folge war das gewesen. Und habe somit den Bereich so weit angepasst, damit er auch ziemlich hübsch aussieht. Bin dann hingegangen, habe da unten Transfernodes dran gemacht mit einer Leitung, dass wir zukünftig hier in diese Chest dann das Material reintun können, was wir dann sieben wollen. Ob das Sand, Dust etc. ist, können wir uns dann aussuchen. Die Geschichte möchte ich aber doch weiter noch automatisieren. Das heißt, momentan ist es ja so, dass wir Cobblestone mit dem Hammer weiterverarbeiten müssen, wenn wir Sand, Dust oder Dirt etc. oder Gravel auch brauchen. Ich möchte das weiter automatisieren und deswegen auch die Geschichte, was ihr hier seht, Chicken Bait, Wheat, Seed. Das andere Geschichte zeige ich euch auch gleich. Und ich möchte mir nämlich ein Sandchicken machen. Sandchicken, das dann automatisch dann das Sand in den Sieb reintut. Dafür bin ich hingegangen, habe zum einen mir die Crystal, Grow Crystal nennen die sich. Warum kriege ich die eigentlich nicht angezeigt da oben, namentlich? Hier kriege ich Grasblockart gezeigt, hier kriege ich nur das Item angezeigt. Okay, aber Growth Crystal Tier 2. Growth Crystal Tier 2, genau. Damit ich besser an Weed drankomme oder schneller an Weed drankomme, weil ich mir ein Nest machen möchte. Ich habe mir dieses Nesting Pen gemacht, weil ich Federn gebraucht habe. Federn, weil ich mir einen Chicken Catcher machen will, weil wir ja in die Geschichte Chickens einsteigen wollen. Und da steigen wir jetzt ein. Und das andere da unten mit der Toolforge zeige ich euch später. So, der Chicken Catcher möchte ich machen. Dafür habe ich nämlich eine Feder gebraucht. Und die habe ich nur über das Nesting Pen bekommen. Beziehungsweise über andere Dinge. Deswegen habe ich dieses Nesting Pen mir gemacht. So, das heißt, wir haben alles an Bord. Und dieser Chicken Catcher hat wirklich einen Vorteil. Wir können auf die Hühner einschlagen, sage ich mal. Denen passiert nichts. Ja, die stacken sogar. Und mit den Hühnern kann ich mir zukünftig praktisch diese Hühner kann ich dann nutzen, um das Nesting Pen reinzutun. Die kann ich auch wieder spawnen lassen. Ist überhaupt kein Problem. Das heißt, einmal platzieren und schon sind sie wieder da. Lassen wir mal zwei Stück da. Dann haben wir das Chicken Bait. Chicken Bait, gucken wir mal, wie viel das wir da noch reinmachen können, damit wir mehr Hühner bekommen. Ich habe hier noch ein paar Chicken Bait. Ja, passt. Wir müssen natürlich... Oh, was mit dir? Hast du ein Dancing gemacht, ja? So, wir machen uns jetzt erstmal ein Sandchicken. Jetzt muss man gucken. Haben wir Sand? Ja, hier. Einmal Sand. Und der Morph ist voll im Inventar, gell? Ist aber überhaupt kein Problem. Ah, hier haben wir noch das. Das können wir eigentlich durchsieben. Und dann gehen wir mal an die Geschichte. Machen einmal das Ei. Einmal Sand außenrum. Und schon haben wir einen Sandchicken. Und dieses Sandchicken können wir auch zum Leben erwecken, indem wir es einfach mit Rechtsklick auf den Boden platzieren. Und somit haben wir einen Sandchicken. Dieses Sandchicken wiederum möchte ich, beziehungsweise ich brauche mehr Sand. Mehr Sand. Mehr Sand bedeutet, ich muss mir Cobblestone gerade mal klein hauen. Ich möchte mir zwei Hühner machen, weil, wobei hier haben wir ja Dirt, machen wir uns erstmal Cobblestone. 5 Stück. Das sollte ausreichen. Wo ist mein Hammer? Den habe ich bestimmt da oben drin. Jawohl. Passt soweit. Ah, da habe ich sogar noch ein Eck drin.
Das heißt, einmal Gravel bitte und Moff ist voll. Machen wir uns gerade mal ein bisschen Platz. Machen wir gerade mal das weg, die Sticks weg. Die passen ja eigentlich ganz gut rein. Wunderbar. So, du weg, Gravel rein, verteilen 5 Blöcke. Dann machen wir da nämlich Dirt draus. Und dann einmal Sand, damit wir unser Sandchicken bekommen. Passt soweit. Oh, hier bekommen wir dann 6 Blöcke. Wunderbar. Dup, 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 dup. Und einmal durchhauen. Und somit haben wir ein bisschen Sand und können uns dann ein paar Sandchicken machen. Sandchicken machen wir hier mal auf. Machen wir uns gleich noch 2 Stück. Beziehungsweise wir können uns ja mehr machen. Wir haben ja noch... machen wir uns 7? Nein. Doch, wir machen uns 7. Dann brauchen wir... Haben wir noch von dem Major? Wir brauchen noch ein paar... Ein bisschen Weed brauchen wir. Insgesamt 27, damit ich mir ein Nest machen kann. Bedeutet, wir brauchen A, Hühnerkacke. B, haben wir Gunpowder da. Bone Meal. Haben wir keins da, aber ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja Dust. Und das können wir ja auch da reinhauen. Da habe ich ja Knochen, sehe ich gerade. Und der ersiebt mir ja Bone Meal. Da können wir uns nämlich einen Roost machen. Und mit dem Roost, den können wir dann schön verbinden, dass wir dann so nebenbei in der Zwischenzeit, wo ich dann andere Dinge mache, wir hier dann immer sauber dann sieben können. So. Einmal Bone Meal. Haben wir hier noch Bone Meal? Ist relativ dürftig. Naja, besser als nichts, oder? Hauptsache, wir bekommen Redstone. Er ist fertig. Nein, er ist noch nicht fertig. Ja, die Transfernote weiß, die dauert, ist ziemlich langsam, aber da werden wir uns zukünftig auch was Besseres dann machen. Da haben wir noch ein Bone Meal. Da ist kein Bone Meal. Passt. Noch immer ein bisschen auf. Damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Und dann gucken wir uns nämlich die andere Geschichte an. Ich wollte eigentlich heute auch das Thema anfangen, Mobfarm, aber ich gehe davon aus, dass wir da jetzt, denke ich, jetzt nicht hinkommen. Machen wir dann die nächste Folge, ist überhaupt kein Problem. Jetzt räumen wir erstmal ein bisschen auf. Nein, du warst verkehrt, die Strings wollte ich reintun. Würmer, gut für die Farm, die wir später dann machen wollen. Brick machen wir da rein. Ah, da haben wir noch Iron Chunk. Die Iron Chunk können wir eigentlich auch da rein tun. Und, oh, da haben wir ja einiges drin. Gold. Machen wir gerade noch das fertig und ich habe mir die Toolforge gemacht. Toolforge sind ja einfach 4 Blöcke, ob das Iron, Copper etc. sind, 3 Seed Blöcke und die Toolforge selbst. Also die aus Holz und somit können wir die Toolforge, weil ich möchte mir den Hammer machen für Bau der Mobfarm. Somit habe ich hier schon das eine oder andere an Blades gemacht und jetzt gehen wir einfach hin. Haben da jetzt halt die Vorbereitung getroffen. Jetzt lassen wir einfach hier dann alles wieder rauslaufen. Hab dann auch mir die Redstone-Glock hier gemacht. Die hat den Vorteil, die kann man einstellen, nach wie viel Ticks die geht. Da kann man einstellen, wo es dieses Redstone-Signal rausgibt. Ja? Norden, Westen, East, oben oder unten. Und man kann sie schön deaktivieren. Das heißt, wir brauchen auch keinen Lever. Lassen wir jetzt einfach mal laufen. So. Tisch rein. Bone Meal Hammer. Wir brauchen noch Weed. Dann holen wir uns noch ein bisschen Weed. Ich möchte heute noch das Rost hinbekommen. Es wird nicht lang. Schade. Wir brauchen noch insgesamt 4 Stück. Das heißt, wachst bitte, Jungs und Mädels. Und hier ist schon wieder einer gespawnt. Ah, da haben wir noch Chicken Major. Da können wir uns ja auch noch... Noch 2. Noch 2. So, dann gucken wir uns mal den Roost an, wie der funktioniert. So, Breeder, Chicken Breeder oder Chicken Roost? Wir brauchen den Roost. 5-mal und Heuballen. Heuballen kriegen wir hier wirklich nur über die Geschichte. Was ist denn das eigentlich? Packager? Ah, okay. Alles klar. Haben wir hier eigentlich noch was drin? So Bone Meal mäßig? Nö. Was macht denn eigentlich der? Macht der auch was? Glaube ich nicht, gell? Da geht nur, da macht nur Blumen, oder? Oh, nee. Cool. Ich dachte, der macht nur Mystiker, der macht nur Blumen. Das ist ja richtig nice. Somit haben wir doch unsere 3
Haiballen? Heuballen? Haiballen? Heuballen? Ne, Haie gibt's hier nicht. Hat man schon mal, oder? Das mit dem Thema Hai. Heu. Somit haben wir den Roost. Bedeutet. Wo ist mein Chicken Catcher? Wir machen jetzt erstmal die Hühnerblatt hier. 1, 2, das heißt du und du. Somit haben wir ein paar Hühner schon mal. Sandchicken zusammen, 8 Stück. Die kann man maximal 16 Hühner stacken. Oh, da ist ein Creeper. Nicht ein Creeper, ein Skeleton. Wo ist der? Oh, da. Oh, ein kleiner. Oh, kleiner Zwockel. Somit haben wir wieder Bone Meal. Wo bist du dann gespawnt? Hm, könnte sein, dass er da oben so eine kleine Spawnfläche hat. Naja, gut. Lassen wir mal. Lassen wir uns davon nicht abbringen. Haben wir da noch ein bisschen Bone Meal? Da haben wir noch ein bisschen Bone Meal. Und ich möchte mir das Thema jetzt anschauen. Transfer Note. Wobei ich mir da eine Flat Transfer Note eigentlich machen kann. Genau. Das machen wir auch. Für die Flat Transfer. Und da ist ein Enderman irgendwo. Wo ist er? Ah, hier. Kollege, dich will ich unbedingt haben. Das heißt, lass mich mal bitte da rein. Lass mich da rein. So, bam. Komm her, mein Freund. Ich will deine Enderperle. Sau. Keine Enderperle. Gut. Jetzt hast du mich ein bisschen abgebrochen. Was wollte ich jetzt machen? Flat Transfer Note wollte ich machen. Dafür haben wir ja ein bisschen Iron. Passt. Machen wir uns nämlich gerade mal ein Anvil. Der geht. Geht der so? Oder müssen die oben sein? Ich glaube, die müssen oben sein, gell? Ein Anvil, sehr gut. Das heißt, du kommst weg. Dann machen wir uns nämlich gerade hier Flat Transfer Note. Da haben wir auch den Vorteil, bekommen wir direkt 8 Stück raus. Richtig gut. So, den Anvil schon mal hier auf die Seite, dann können wir ja mal gebrauchen. Dann machen wir nämlich die Flat Transfer Note daraus. Es ist ja so, dass ich ja die Flat Transfer Note auf so setzen kann, dass ich die Items von oben nach unten fließen kann. Das heißt, steht da auch hier, Hold R, when blazing to reverse, push and pull. Das heißt, einmal rechts und somit haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir hier einen Roost draufsetzen. Hier machen wir jetzt Chickens rein. Und ihr seht, die Chicken produzieren mir Sand. Geht relativ langsam, da die Chickens Eigenschaften haben. Schauen wir uns mal an. Sieht man es an dem hier? Nee. Oh, da ist noch ein Enderman. Den muss ich mir schnappen. Komm her, mein Freund. Hallo. Hier. Das heißt, ich muss mir auch ein anderes Schwert mal machen. So, ein bisschen mal gucken. Loot oder Beheating. Loot, nicht Beheating. Und da haben wir doch eine Enderperle. Siehste, geht doch. So. Chicken produziert mir Sand. Und somit haben wir jetzt halt ein Automat. Oh, ist hängen geblieben. Oh. Sand ist dann. Müsste eigentlich hier reinkommen jetzt. Schauen wir mal. War ich zu langsam? Zu schnell? Und da ist es. Ah, dauert ziemlich lange. Rüttelst du nichts? Warum rüttelst du? Ah, jetzt rüttelt er aber ziemlich langsam. Energietechnisch vielleicht zu wenig Energie. Können wir uns ja mal anschauen. Bekommst du zu wenig Energie? Ne, du bist eigentlich voll. Tick Delay, Change, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Okay, warum so langsam jetzt hat gesiebt hat, keine Ahnung. Ist aber momentan egal. Wir haben jetzt da praktisch schon einen Automatismus drin. Das heißt, sie produzieren Sand, die Hühnchen. Sand geht direkt da rein und wir sieben so mal die wichtigsten Dinge zusammen. Geschichte, das schauen wir uns dann später an, wie wir das automatisiert bekommen. Jetzt geht es ja darum, dass diese Chicken haben Eigenschaften. Das heißt, wir können uns mit dem Breeder können wir die Chicken die Eigenschaften erhöhen. Das heißt, es gibt eine Strength, es gibt eine Produktivität, glaube ich, und das dritte weiß ich jetzt gar nicht.
Schauen wir uns mal an, ob wir das irgendwo sehen. Irgendwo müssen wir das doch sehen. Sand Chicken. Oder wurde das deaktiviert? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Chicken Roast, Chicken Breeding. Haben sie nicht mehr die Eigenschaften? Das muss ich mal in der Singleplayer-Welt, muss ich mal das austesten. Normalerweise kann man die auf die Stärke 10, 10, 10 bringen. Das heißt, sie sind sehr. Da oben steht es doch. Das ist doch mal. Sand Chicken 1, 1, 1. Das heißt, es ist das kleinste Chicken, was wir haben. Von der Produktivität her, von der Haltbarkeit, von der Strength her. Das können wir alles auf 10, 10, 10 hochmachen und dann können wir den Prozess ratzfatz beschleunigen. Das heißt, das Chicken stößt auch nicht nur ein Sand raus, sondern kann auch drei, vier Sand ausstoßen. Und bei 16 Stück, die man maximal stacken kann, geht das ruckzuck. Das heißt, wir werden ohne Ende hier Sand produzieren können. Dafür brauche ich aber die Breeder. Und Breeder bedeutet, das schauen wir uns nochmal an, brauchen wir ein bisschen was an Wheat. Das ist ein Thema, was ich dann zwischen den Folgen machen werde. Ich brauche wieder Heuballen. Ich brauche 27 und muss dann so breeden und werde dann das Sandchicken dann praktisch auf die Stärke 10, 10, 10 hochbreeden. So, heißt hier Wheat, Wheat, Wheat. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, denke ich, werden wir. Oh, mal gucken, was da drin ist. Das sind ja so Random-Dinge. Was haben wir bekommen? Glas. Noch was? Oh, Potato ist ganz gut. Oh, Netherwart. Auch gut. Du wächst nicht? Hast du Angst, weil da zu viel jetzt rumrennt? Keine Ahnung. 6 Wheat. Wir brauchen 27, dass wir uns den Breeder machen können. Und der Breeder ist ein Thema, was ich dann offline machen werde. Und das Ergebnis schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Jetzt räumen wir nochmal ein bisschen auf wieder. Das heißt, wir machen erstmal alles wieder weg, was wir nicht brauchen. Und dann schauen wir uns das Thema an. Vorbereitung Mobfarm. Vorbereitung Mobfarm wird ein Thema sein, was ich auch offline machen werde. Die können wir da rein tun. Können wir da noch was rein tun? Ne, das können wir da rein tun. Den Hammer brauche ich erstmal nicht. Haben wir da noch Stein drin? Ja, da haben wir sogar. Das heißt, hier könnte ich eigentlich nur ein Upgrade rein tun, damit wir mehr Stein produzieren. Die Küste können wir dann nach und nach auch auflösen, weil das ja alles Zeug ist, was wir dann da hinten ersieben. Muss mir halt Gedanken machen, was die Weiterverarbeitung betrifft. Das heißt, wir wollen es auch dann weiterverarbeiten. Aufgrund dessen, dass ich jetzt permanent das Sandchicken, der Sand produziert, ich durchsiebe, ist es die Frage, muss es weiter verdoppeln? Nee, muss ich nicht. Ich denke, wenn ich das Ganze mal über den Furnace dann durchjage, anstatt ob ich jetzt zwei Iron Ingots, sag ich mal, rausbekomme oder nur eins, das reicht. Ja? Gut. Vorbereitung Mobfarm. Das gucken wir uns noch an. Und ich räume jetzt erst noch weiter auf. Das heißt, es kommt alles weg. Das Wheat kriegen wir nicht weg. Das kriegen wir nicht weg. Stein bekommen wir weg. Bekommen wir die Arrows weg. Nein. Die schmeißen wir weg. Die brauche ich nicht. Und das brauchen wir nicht. Der ist wichtig. Die Federn brauchen wir jetzt vorerst auch nicht. Bekommen wir ja da hinten ein bisschen was raus. So. Das war das Skeleton, was ich getötet habe. Gut, somit haben wir aufgeräumt. Ja, das heißt, du kommst noch da oben mit rein. Dich brauchen wir vorerst auch nicht. Da ist mein Buch. Das brauchen wir jetzt halt vorerst mal auch nicht. Das können wir immer da oben rein tun. Passt. Das Animal Net brauchen wir nicht. Wir sind wichtig. Ja, da müssen wir da noch ein bisschen was wachsen lassen. Das passt soweit. Aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr. Jetzt geht es ja darum, dass wir uns einen Hammer noch machen. Das heißt, er müsste eigentlich leer sein. Was hat denn drin? Blut, okay. Bekommt er Blut rein? Das heißt, du kommst weg und somit kriegen wir da Blut rein. Wie viel sind das? 160? Wie viel haben wir da drin gehabt? 96? Langt das ganz? Das heißt, den bauen wir jetzt ab und somit ist das Blut auch draußen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich die Kontrolle abgemacht hätte, oder? So, das heißt, du kommst einmal aus. Wir wollen uns jetzt einen Hammer machen. Hammer. Brauchen wir das, das, das? Ist die Frage, mit was mache ich denn das hier? Mache ich das mit dem Holz oder mache ich da was anderes? Kopper müssen wir uns einschmelzen. Machen wir uns einmal Kopper rein. Iron schmelzen wir uns mal ein. Ah, warte mal, ich habe Obsidian. Obsidian.
Könnte ich eigentlich die Geschichte machen? Nein, die Geschichte. Das heißt, ich mache einmal die Geschichte. Tough Toolrot mache ich mit Obsidian. Was haben wir denn da? Modifier and Durability. Okay, aber ich habe Mining Level Kobalt. Das ist ja das, was ich auch haben möchte, weil ich möchte mir auch dann Kobalt Ardite, damit ich an Manilin rankomme. Genau. Dafür brauche ich aber noch mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Reichen zwei oder brauche ich da noch mehr? Reicht immer noch nicht. Reichen vier, reichen drei. Schauen wir mal. Drei reichen. Somit habe ich das Tough-Tool. Ist das geschmolzen? Nehmen wir Kupfer, genau. Kupfer nehmen wir für da eine Plate. Brauchen zwei Stück. Machen wir dann eine aus Iron, eine aus Kupfer. Und wie machen wir da Hammerkopf? Hammerkopf machen wir aus Iron. So, der macht das. Iron muss man mal reintun, Moff. So, dann warten wir mal, bis das geschmolzen ist. Und dann haben wir nämlich unser Hammer. Und dann schauen wir uns mal an, was ich machen möchte für die Mobfarm. Und zwar ist es so, dass ich die Mobfarm ja so weit wie möglich schon mal automatisieren möchte. Wobei wir auch hier erstmal einen Halbautomatismus reinbekommen. Weil mir noch ein paar Dinge fehlen für die Vollautomatisierung. So, jetzt warten wir gerade mal, bis der durch ist. Und der Moff springt wieder von einem zum anderen, gell? So. Nein, du kommst rein. Das heißt, wir machen uns einmal den und dann machen wir uns gerade noch den hier. Den Hammerkopf und somit kriegen wir unseren Hammer zusammen. Das kühlt ein bisschen. Was ich machen möchte für die Mobfarm. Ich möchte die unter mir bauen. Und da gibt es von Cyclic. Das ist ein richtig geiler Mob. Gibt sogenannte Fan. Diese Fan haben den Vorteil, die können wir uns eigentlich gerade schnell craften, dann können wir uns nochmal im Detail einen schon mal anschauen. Dafür brauche ich das, das, das. Okay, Stein haben wir ja mittlerweile da durchgebrannt. Das haben wir da. Dann machen wir den gerade weg. Machen da einmal den Kopf und Redstone haben wir hier drin. Dann machen wir uns gerade mal eine Fan. Ja, das heißt, Sticks fehlen da, ist überhaupt kein Problem. Sticks haben wir da hinten. Kriegen wir ja einiges zusammen. Ich denke, dann ist es einfacher. Du kommst raus, wenn man den vor Augen hat, was der alles kann. Zack, ein Fan. So, der Fan. Bauen wir da hinten auf, da haben wir eine größere Strecke. Ich platziere ihn mal dahin. Diesen Fan können wir individuell einstellen. Das heißt, ich gehe mal auf die Seite. Control the range, das heißt, wie weit pusht er mich? Ja? Pusht er mich drei Blöcke weit oder maximal bis zu 32 Blöcke. Das heißt, wenn ich mich da vorne dran stelle, pusht er mich 32 Blöcke entlang. Ich kann den Speed kontrollieren, das heißt langsam, schnell. Gehen wir mal auf Akt und kann pushen oder auch anziehen. Ja? Das heißt, wir machen erstmal Push, machen immer Redstone-Signal an. Wenn wir dann da reingehen, dann pusht er mich insgesamt 32 Blöcke. Ja, richtig geil. Und da ist wieder ein Enderman. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn er jetzt zu mir kommt, ob er dann auch weggepusht wird. Hallo? Enderman. Wird er weggepusht? Ja, habt ihr es gesehen? Er wird ein bisschen weggepusht. Und genau diese Eigenschaft von dem Fan möchte ich nutzen, um mir eine richtig coole Mobfarm zu bauen. Heißt, diese Mobfarm werde ich in den Bereich nach unten bauen. Ich werde hier insgesamt 24, 25 Blöcke runtergehen. Das ist so, wo dann die Mobs, da, wo ich dann weit genug weg bin, dass die Mobs auch richtig gut spawnen können. Möchte mir dann von diesen Fans insgesamt 3, jetzt muss ich überlegen, 3, 6, 12, 9, 21 Fans machen. Das heißt, da brauche ich ein bisschen was an Redstone und Iron. Und möchte mir dann eine schöne Mobfarm bauen. Zum einen mit dem Hammer möchte ich mir dann so drei hohe Tunnel bauen, die ungefähr, ja, 32 maximal, so 30 vielleicht lang sind. Einmal in die Richtung von unten, einmal in die Richtung und in die Richtung.
Da werde ich dann die Fans aufbauen, die dann die Mobs, die dann unten spawnen, in die Mitte gepusht werden. Und nächste geile Eigenschaft von dem Ding ist, ich mache ihn mal weg. Das geile Ding, das kann man auch anders aufbauen. Das heißt, dann kann man auch nach oben machen. Ja, und wenn man da jetzt hat, hingehen und machen wir 4, machen wir an, seht ihr, pusht er mich auch nach oben. Und genau diese Eigenschaft möchte ich nutzen, dass die Mobs dann jeweils in die Mitte gepusht werden. Hier mache ich dann so ein Dreierfeld. Die Mobs werden dann nach oben gepusht, weil ich ja 24 runtergehe und ich kann sie dann hier manuell töten. Vorerst mal manuell, weil Automatismus dauert noch ein bisschen, bis wir das hinbekommen. Ja, richtig geil. Ja. So, der braucht ein bisschen, passt. Jetzt machen wir uns noch unseren Hammer und dann sind wir mit der Folge schon fertig. Schauen wir uns mal an, welche Eigenschaft der Hammer hat. Das haben wir ein bisschen was ein. Zack, machen wir uns ein bisschen Wheat, was ich ja brauche, um die Chicken auf 10, 10, 10 hochzubekommen. Okay, Hammer. Hammer, Hammer und dann sind wir fertig mit der Folge. Wir haben das hier, wir haben das hier und wir haben den Hammerkopf. Keine Ahnung, was da rauskommt. Das heißt, wir haben dich, wir haben den Hammer und wir haben einmal dich und wir haben. Ne, du warst verkehrt. Wir haben einmal dich. Habe ich den anderen nicht gemacht? Doch, da unten ist er doch. Hey, ja, Jammer. Guck doch mal richtig. Hammer. Zack. Was haben wir denn da? Magnetik, gut. Well-established, das ist ja das Thema, dass er sich, glaube ich, selbst. Ne, Well-established ist, glaube ich, dass er schneller wird. Mining Level Diamant. Komm, kriege ich mit Diamant eigentlich Kobalt weg? Ist überhaupt kein Problem. Wir können uns auch einen Obsidian-Kopf machen. Wir haben zwei Modifier, richtig gut. Wir haben Attack, Mining Speed 2,33 nur. Und Durability 212. Durability 212 ist kein Problem. Können wir uns ja schon mal den Diamant nehmen. Wobei ich die Durability mit Kobalt erstmal noch erhöhen werde, bevor ich den Diamant, den Modifier nehme. Das heißt, wir gucken erstmal, den mache ich erstmal und dann gucken wir mal. Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier ein Dreierfeld zu machen. Ja, richtig gut. Das heißt, wir werden die Mobfarm hier so zentral ungefähr hier hinbauen. Ja? Bedeutet, ich gehe hier einmal runter, 24, 25 Blöcke, baue mir dann einen Gang 30 lang, mal hier in die Richtung, 30 in die, 30 in die, 30 in die. Werde die Mobfans mir craften, werde in erster Linie aber erstmal hingehen, mir die Chickens hochjagen, damit ich jede Menge Sand bekomme. Damit ich hier mein ganzes Zeug, Material zusammenbekomme, was ich brauche, auch um für die Fans zu produzieren. Ja, das heißt, ich werde das dann auch eventuell auch mal abbrechen hier, beziehungsweise ich kann ja hingehen, kann den hier, kann ich ja dann Requires Redstone und kann mir dann hier den Sand rausholen, damit ich es zu Dustfighter verarbeite für Redstone. Okay, gut. Ja. Kleine Schritte, kommen wir langsam vorwärts. Wir haben jetzt Sandchicken, wir haben jetzt halt eigentlich die Siebgeschichte hier vollautomatisiert mit dem Sand. Wir haben einen Hammer vorbereitet. Ob das jetzt der richtige Hammer ist, keine Ahnung. Den können wir noch weiter modifizieren, ist überhaupt kein Problem. Ich werde in die Vorbereitung gehen, dass ich da unten jetzt halt praktisch diese Tunnel mir grabe. Werde auch mal gucken, dass ich mir dann auch mit meinem Enderbook, dass er richtig gut ist, kann ich mir da unten ja einen Spawnpunkt machen, wo ich dann immer mich hin und her teleportieren kann. Richtig geil. Gut. Das mache ich jetzt zwischen den Folgen. Chicken auf 16, 16, 16 hochjagen, Tunnel graben und dann sehen wir uns nächste Folge und bringen gemeinsam die Mobfarm in Gang und sehen mal, was da rauskommt, weil ich will so viel Lootbags wie möglich zu bekommen, dass wir da richtig gute Sachen auch rausbekommen. Okay. Fertig mit der Folge. Wenn sie dir Spaß gemacht hat, lass doch einfach einen Daumen da. Anregung, Kritik immer wieder in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Moff zockt Stoneblock. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.